Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal zu einem weiteren Warzone-Video. Und mit Season 3 wurden einige Waffen verschlechtert. Es wurden wirklich viele Waffen angepasst, so ein bisschen verschlechtert. Einige wurden auch so ein bisschen verbessert. Und seitdem habe ich auch wirklich sehr oft in den YouTube-Kommentaren oder auf Twitch gelesen im Stream, was ist aktuell die beste Waffe, welches Sturmgewehr sollte man am besten spielen, dass man die beste Time to Kill plus natürlich auch das beste Movement und allgemein das beste Gunfeeling hat. Im Verlauf des Videos werden wir uns natürlich so ein bisschen Stats anschauen, welche Waffe wirklich statistisch gesehen so die beste ist von diesen ganzen Meta-Waffen, die man die ganze Zeit gespielt hat. Und speziell bei der Sturmgewehr-Kategorie war es ja meistens so, dass man eigentlich fast nur Black Ops-Waffen gespielt hat, XM4, Vago 42 und natürlich auch die Cold War AK-47. Und speziell die Vago 52 wurde generell so ein bisschen angepasst, was die ganzen Aufsätze angeht. Und auch die XM4, die natürlich so lange Zeit als wirklich so die beste Waffe auf Rebirth Island gilt. Speziell durch den Nacken- und Headshot-Schaden wurde natürlich nochmal so ein bisschen verschlechtert. Und dann bleibt natürlich noch eine Waffe offen. Und das ist die Cold War AK-47, die jetzt auch mit den ganzen Updates gar nicht verändert wurde. Trotzdem schadensmäßig, wie wir uns gleich anschauen werden, wirklich immer noch so mit einer der besten Waffen ist, die man spielen kann. Was das Gunfeeling, sprich Rückschuss, allgemein Schaden und natürlich auch allgemein Movement angeht, wirklich sehr kompakt ist, wirklich so eine sehr gute Waffe ist, die man spielen kann. Und speziell dadurch, dass die beiden anderen Waffen nochmal verschlechtert oder angepasst worden sind, auf jeden Fall noch ein bisschen weiter oben steht in der Meta in meinen Augen. Wir sehen ja wieder auf True Game Data Time to Kill, also Rebirth Time to Kill mit 250 Leben. Chest Time to Kill, hier sehen wir auf jeden Fall Cold War AK, Vago 42 und dazu die XM4. Und wir können auf jeden Fall sehen, dass die Chest Time to Kill der Cold War AK wirklich deutlich besser ist als die der Vago, plus natürlich auch die der XM4. Beim Nackenschaden sieht das so ein bisschen anders aus, denn das ist natürlich eine der großen Stärken der XM4. Und hier ist eigentlich die Cold War AK mit der XM4 eigentlich fast identisch, aber die Cold War AK tatsächlich auch auf große Distanz etwas konstanter und natürlich so ein bisschen besser. Dann die Headshot Time to Kill, wirklich großer Vorteil der AK. Hier natürlich auch AK wieder beste Waffe. Stormage Time to Kill, also Bauch Time to Kill, hier sehen wir auch die Cold War AK ist hier wirklich auch deutlich besser als die beiden anderen Waffen. Das Ganze allerdings natürlich ist auch speziell für Rebirth Island, denn wenn man sich speziell Caldera anschaut, sehen wir natürlich, dass Time-to-Kill-mäßig die XM4 tatsächlich hier so ein bisschen besser wird. Aber was Rebirth Island angeht, 250 Leben, da ist die Cold War AK, wenn man seine Kugeln trifft, wirklich somit das Beste, was man spielen kann, definitiv. Man kann auf jeden Fall sagen, dass die XM4, die Vago plus die Cold War AK eigentlich alles drei wirklich extrem starke Waffen sind. Ob auf Caldera mit 300 Leben oder Rebirth Island mit 250, alle Waffen sind wirklich extrem stark und generell wirklich deutlich besser als viele andere Waffen. Trotzdem muss ich sagen, mir persönlich hat die Cold War AK wirklich am besten gefallen. Der Rückschuss ist zwar etwas stärker als bei vielen anderen Waffen, aber dadurch, dass die Gunfights auf Rebirth Island meistens eh nicht auf ganz, ganz große Distanz sind, ist das meistens nicht ganz so schlimm und man trifft trotzdem seine Kugeln und kann Gegner wirklich extrem gut lasern. Was das Klassensetup angeht, muss man natürlich auch sagen, ja, es ist nichts Neues. Grummündungsfeuerdämpfer, Spessners RPK-Lauf, Axialarmsvisier, Spessners Griff und das 45er Magazin. Das ist die beste Cold War AK-Klasse, die es aktuell gibt. Wie gesagt, bevor wir jetzt natürlich reinstarten, falls ihr in Zukunft keine Videos verpassen wollt über Warzone, die besten Waffen und die aktuelle Meta, lasst sehr, sehr gerne hier auf YouTube ein Abo da, würde mich sehr freuen. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei, wenn ihr streammäßig nichts verpassen wollt. Und vergesst natürlich auch nicht, mit dem Code TIMELESS könnt ihr bei Holy Energy 10% sparen und mich natürlich auch damit supporten. Wenn ihr einen Gaming Booster ohne Zucker und Taurin sucht, ist das genau das Richtige für euch. Link dazu unten in der Beschreibung. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Gameplay mit der Cold War AK. Let's go! Wo ist hin? Nein, hier wird nicht gekämpft. Hier wird nicht gekämpft, ich meine, wieso? Rechelt, hallo? Er ist runter, er ist runter. Digga, er kühlt sich die ganze Zeit. Wenn das rechts nackt, ich hol ihn. Doch, er fliegt los! Ah, einer ist oben. Zwei. Er hat Pfeil und Bogen. Indianer. Zwei. Ich höre sie da.
Einer geht Sniper Tower, maybe. Und dann, dass ich abfuckt. Goodbye. Ich. Weiter. Nice. Wenn wir den jetzt noch einmal Sass holen, ne? Zum Beispiel jetzt. Lass mal Lodi kaufen, ne? Ah, die sind unten, Leute. Ich leg mein Geld hier. Warte, er pusht mich. Ganz oben. Der hat mich jetzt auf rein. Der kann das sein, dass der pusht. Drohne beginnt. Schön. Ja, hab ihn. Was macht ihr da? Hallo? Oh, was sehe ich da? Ja, ich habe nicht genug Cash. Not genug Geld. Ja, Cold Walker ist es immer noch. Okay, ich bin tot. Ein Knock. Scheiß Ass-Gamer. Also, was ist das? Wird jetzt auch sterben gleich. Lauf jetzt, komm an, go! Kannst du es dir nicht ausdenken, Digga? Das ist so eine Schussrunde. Na, also, das wär's zum Gameplay zu der Cold War K, wie gesagt. Ja, die Waffe lasert immer noch wirklich extrem gut rein, muss man sagen. Schadensmäßig, wenn man seine Kugeln trifft, speziell auf den Oberkörper und die Headshots trifft, kann man Gegner wirklich extrem, extrem schnell lasern. Testet das Ganze, Klasse gab es am Anfang des Videos. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.